Hallo zusammen. Heute soll es mal wieder um das CT0230 gehen. Und ich weiß, es ist ein bisschen still geworden in der letzten Zeit rund um Taschenmesser auf meinem Kanal. Das liegt so ein bisschen daran, dass mein Interesse ein bisschen nachgelassen hat, mir den gefühlt hundertsten Titan Framelock Folder für ein paar hundert Euro zu kaufen, den ich dann doch wieder nicht mitnehmen darf. Völlig ungebrochen ist mein Interesse hingegen an 42A-konformen Messern, also die ich problemlos jeden Tag mitnehmen darf und wo ich weiß, dass ich keinen Ärger kriegen werde. Also habe ich weiterhin richtig viel Spaß dran, ganz besonders an diesem 0230 hier. Das finde ich ein richtig tolles Messer. Und jetzt habe ich gedacht, ich werte das ein bisschen auf und habe mir hier ein paar Mikata Scales gekauft von Rips Garage Tech aus Amerika, habe mir die liefern lassen. Sind kein Schnäppchen, aber ich finde die richtig klasse und man hat hier noch einen Backspacer, kann dann einen Drahtclip von Spyderco dran machen, also ja, hat mich irgendwie gereizt, habe mich jetzt am Ende für blaues Jeans-Mikata entschieden. Es hätte allerdings noch einige andere Optionen gegeben. Ich lese euch das am besten einfach mal vor. Es hätte noch gegeben Canvas OD Green, dann Leinen-Mikata in Grün, Rot, Schwarz, Braun, dann Burlap in Braun, Grün und Schwarz und Canvas in Single und Double Black. Keine Ahnung, was da der Unterschied sein soll. Und halt eben mein blaues Jeans-Mikata, für das ich mich am Ende entschieden habe. Ja, und ich habe gedacht, ich lasse mal die Kamera laufen und lasse euch an dem Umbauprozess teilhaben. Bin ja schon ziemlich gespannt drauf. Also ich habe da ein paar Bilder gesehen, wo das jemand eine Weile benutzt hatte und mit den Gebrauchsspuren sah das dann irgendwann richtig klasse aus. Also da freue ich mich schon drauf. Und da das ein Messer ist, was ich recht häufig mitnehme, könnte es bei mir dann auch ein paar Gebrauchsspuren irgendwann kriegen. Und ja, sieht dann bestimmt toll aus. Also wird auch noch mitgeliefert, ein Ersatz für das Aluteil und eine Schraube, vermutlich für den Pocket Clip mit so einer eckigen Form hier unten. Bin ich mal gespannt, wie ich die einbauen werde. Und das muss man jetzt leider aufschneiden. Also da kommt man nicht sonst dran. Fühlt sich schon mal sehr gut an. Das Mikata ist jetzt hier übrigens völlig unbehandelt. Also das wird mit der Zeit dann eine Patina kriegen. Und wie gesagt, bestellt hatte ich bei Rips Garage Tech. Und ja, ob die jetzt wirklich was taugen, da kann ich euch noch keine Informationen zu geben. Ich packe sie ja gerade erst aus, wie ihr seht. So, dann. Klingen habe ich übrigens abgeklebt. Das mache ich immer, wenn ich hinter der Kamera arbeite. Will mich ja nicht unbedingt schneiden, man muss es ja nicht drauf anlegen. Jetzt dreht es durch. Ne, dreht nicht. Doch, dreht durch. Dann brauche ich einen zweiten Torx. Ich bin mal wieder perfekt vorbereitet. Aber okay, so ist es halt, wenn man das nicht vorher probiert. Aber so geht's ja. Ich habe vorne übrigens einen 8er Torx und hier 6er Torx. Das geht nicht leicht rein. Jetzt muss ich die natürlich vor. Also das war die Seite und damit habe ich natürlich alles falsch rum gemacht, weil die Schrauben dann andersrum rein müssen. Das heißt, ich muss das nochmal zerlegen. Ja, okay, gut. Warum nicht? Zumindest die kleinen Schrauben müssen halt nochmal raus und auf der anderen Seite rein.
Also ich glaube, allein durch den Zusammenbau ist es schon deutlich dunkler geworden hier in einigen Stellen. Finde ich erstmal ziemlich cool. Jetzt mal gucken, wie das mit dem Clip klappt. Ich hoffe, da, naja, den kann ich erstmal noch nicht anbringen. Es sieht so aus, als ob ich den hier kürzen muss, weil es hier einfach zu lang ist. Da muss ich wohl mit dem Dremel ein Stückchen abtragen. Oder aber ich kann hier keinen Standard-Clip nehmen. Oder ist es so gedacht, dass ich den hier drum... Nee, das kann nicht sein. Da würde ich mit der Klinge kollidieren. Da bin ich mir noch nicht sicher, wie das gedacht ist. Also das ist das Gegenstück. Das hätte unten reingehört. Das habe ich natürlich gleich mal wieder verbockt. Ha. Aber das passt hier nicht. Also das heißt, ich müsste den Clip tatsächlich kürzen. Da muss ich mal bei einem anderen Spyderco-Clip schauen, ob der kürzer ist. Ja, dann erstmal ohne Clip. Und ich glaube, die werde ich noch ein bisschen mehr reinpressen, vielleicht mit der Zange oder so, und ein bisschen Stoff unterlegen und dann nochmal zuschrauben. Aber zuerst mal gefällt es mir richtig gut, optisch. Jetzt kann ich diesen Quatsch da wieder abmachen. Ja, also das gefällt mir verdammt gut. Jetzt habe ich hier schon ein paar dunkle Stellen, allein dadurch, dass ich das hier zusammengebaut habe. Das heißt, es wird irgendwann richtig klasse aussehen. Oder es sieht eigentlich auch schon jetzt richtig klasse aus. Und das wertet das nochmal ganz massiv auf. Ihr könnt ja mal einen Kommentar hinterlassen, welche Version ihr euch gekauft hättet und wie ihr diesen Umbau findet. Ist natürlich nicht ganz billig, aber ich finde jeden Cent wert. Also mir gefällt das verdammt gut. Ich blende euch nochmal ein paar Makroaufnahmen ein, dass ihr einen besseren Eindruck bekommen könnt. Und ich muss sagen, ich bin richtig froh, dass ich mich für Jeans Mikado entschieden habe. Die Klinge ist noch nicht zentriert, da werde ich noch ein bisschen rumspielen und das nochmal genauer einstellen in Ruhe, wenn die Kamera nicht läuft. Aber insgesamt war das genau die richtige Entscheidung. Es gefällt mir verdammt gut und ja, ich bin einfach total happy. So, da bin ich wieder. Ich habe das Ganze ja gestern abgebrochen, da der Clip nicht gepasst hat. Ich zeige euch das mal. Also der ist einfach ein ganzes Stückchen zu lang, der Drahtclip, der passt hier nicht. Ich habe dann den Hersteller angeschrieben und habe auch recht schnell eine Antwort bekommen. Er hat dann angeregt, dass ich den Drahtclip einfach ein Stückchen kürzen sollte und das ist auch genau das, was ich jetzt machen möchte. Also hier ein Stückchen abkneifen. Zumindest ist das mein erster Versuch. Ich werde es hier mit der Zange probieren, ein Stück abzukneifen und wenn das nicht klappt, habe ich hier noch so ein Rotationswerkzeug mit einer Trennscheibe. Damit sollte das dann kein Problem sein. Kann ich übrigens euch nur empfehlen. Ich habe mir das vor ein paar Wochen geholt und bin sehr zufrieden damit. Akku betrieben, also kein Kabel mehr, was die ganze Zeit stört. Ich werde euch da mal die Bezugsquelle in der Infobox verlinken. Also ich bin sehr zufrieden. Aber ich möchte halt erstmal mit der Kneifzange probieren. Vielleicht geht es ja auch. Und wenn man mit sowas arbeitet, immer eine Schutzbrille aufsetzen. Die Teile können euch um die Ohren fliegen. Und es ist ziemlich uncool, wenn es im Auge landet. So, dann habe ich mir hier die Stelle mal markiert. Und guck mal, ob ich da weiterkomme. Okay, das hat ganz schön Wumms. Das will man nicht in die Augen kriegen. Also ein Stückchen habe ich abbekommen und den Rest werde ich jetzt hiermit probieren und hoffen, dass ich dann da noch ein Stückchen abtragen kann in einer vertretbaren Zeit. Und immer noch ein ganz kleines bisschen was fehlt. Aber jetzt definitiv nicht mehr viel. Funktioniert aber erstaunlich gut. Ich denke, jetzt kann ich es probieren reinzuschrauben. Und es passt. Wunderbar. Also, bin sehr zufrieden mit dem Milwaukee. Hat sehr gut funktioniert, habt ihr ja gesehen. Vor allem auch kein Kabel mehr, was rumstört. Und jetzt der Clip. Da hätte ich mir aber ehrlich gesagt gewünscht, dass die Schraube ein bisschen mehr versenkt ist oder so. Also klar, das wird jetzt schon halten. Aber hier die Erhöhung von der Schraube finde ich optisch nicht ganz so gelungen. Und dass die Schraube schwarz ist, wobei zum silbernen Clip passt es vielleicht auch, aber die anderen Sachen sind ja schwarz. Mal gucken, vielleicht schaue ich mal, dass ich einen schwarzen Clip bekomme. Naja, egal. Jetzt habe ich erstmal einen Clip dran und bin erstmal ziemlich happy. Übrigens gestern noch ein bisschen damit rumgespielt und es ist nochmal dunkler geworden. Also ich finde es ziemlich cool optisch und bin sehr froh, dass ich mich für das Jeans Mikado entschieden habe und das mit dem Abschleifen hat jetzt ja auch wunderbar funktioniert.
hätte halt dazu schreiben sollen, dass man sich darauf einstellt. Ja, gut, egal, was soll's. Ich bin erstmal happy und freue mich. Das soll's dann auch schon wieder gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.